Hallihallo Leute, Pepe mal wieder hier und nachdem ihr gestern mein absolut schrecklich schlechtes Englisch erleiden durftet, bin ich jetzt wieder hier mit einem Special, diesmal komplett auf Deutsch. Willkommen zu Crayon Physics und das Ganze zum Thema Physik. Genau, dummerweise habe ich hier aus Versehen meinen Spielstand gelöscht, wie man hier sieht, und deswegen dachte ich, eignet sich doch ganz gut, um das mal zu let's playen, aber ich kenne das halt schon ein bisschen. Und ja, das nebenbei möchte ich ein bisschen über das Physikabitur reden, denn auch im Physikabitur geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern die geilste zu finden, oder? Eigentlich geht es genau darum nicht. Aber in diesem Spiel geht es auch ein wenig um Physik, zwar um wesentlich weniger komplizierte Physik als im Abitur, wollte ich sagen. Ja, hier haben wir diesen lustigen Apfel, der hier runtergefallen ist, und der wird uns das ganze Spiel über begleiten. Und nebenbei können wir mit Hilfe unserer Kreide Objekte erschaffen. Ich habe leider keine Ahnung. Eigentlich sollte ich hier einen Filzstift als Mauszeiger haben, den habe ich aber aus irgendeinem Grund nicht. Ja, eigentlich schade, aber naja, kann man nichts machen. Und hier geht's weiter. Ah, jetzt habe ich den Filzstift. Wunderbar. Jetzt kann ich hier auch ein bisschen rummalen. Mal, mal, mal. Ja. So, dann klicken wir einfach mal hier. Und weiter geht's. Ja, Physikabitur. Zack. Die Sache ist die, ich hatte eigentlich gedacht, dass das Physikabitur absolut scheiße und schrecklich wird. Weil ich meine, ich weiß nicht, ich konnte 50% der Themen überhaupt nicht. Und, wiederum die anderen 50% nur so lala. Und letzten Endes war dann mein Glück, dass unser lieber Physiklehrer genau die Aufgaben ausgewählt hat, um sie für den im Teil dann ranzubringen, die ich halbwegs verstanden hatte. Und letzten Endes muss ich persönlich sagen, fand ich das Abitur in Physik ziemlich einfach. Also bei dem, was bei uns rangewählt wurde, es kamen nur Schwingungen und Wellen und ein bisschen Quantenphysik ran und das war's dann eigentlich. Und whoop, von daher lief das Abi bei mir eigentlich wunderbar. Viel mehr gibt es zum Physikabitur eigentlich nicht zu sagen. Also, ich wollte jetzt ein bisschen drüber reden, aber wenn ich so recht überlege, ja, was genau gibt es da eigentlich drüber groß zu reden? Hopp. Ja. Gute Frage. Reden wir lieber über das Spiel. Das ist, glaube ich, lustiger. Nee, aber letzten Endes, darüber reden, das war jetzt das letzte Abitur, für mich zumindest. Ein paar Leute haben ja noch das Glück, am Montag Latein schreiben zu dürfen. Zu diesen Glücklichen gehöre ich ja leider nicht. Deswegen ist meine Abiturzeit jetzt leider schon beendet. Ist wirklich tragisch. Aber whoop. Ja, dann über das Abitur im Allgemeinen wollte ich eigentlich erst im nächsten Special reden, was dann abschließend wird. Im nächsten Special gibt es übrigens dann auch was zu gewinnen. Für meine getreuen Abonnenten und die mitleidenden Abiturienten. Und ja, schaltet da auf jeden Fall rein beim nächsten Special. Wird sich vermutlich lohnen. Oh, das war scheiße. Zack. Ah, Mist. Okay, noch von vorne. Wie ging das? Nee. Wie ging das? Man konnte irgendwie restart, so. Ja, auf jeden Fall im nächsten Special würde ich dann gern über das Abi im Allgemeinen und unser Abi im Besonderen reden und werde dann auch noch kurz was verlosen und so. Und schaltet da auf jeden Fall rein, aber jetzt zurück hierzu. Ja, das Spiel, Crayon Physics, gibt es, glaube ich, auch relativ billig auf L-Steam. Aber ich habe es damals im Humble Bundle gekauft. Übrigens eine ziemlich coole Aktion, das ganze Humble-Zeug. Da gibt es so mehrmals im Monat, gibt es da einfach ein paar Spiele quasi umsonst. Also für so viel, wie man selber gedenkt zu bezahlen, aber aber wie gesagt, man kann da bezahlen, wie viel man will. Und ich mache das jetzt anders. Restart kann man doch bestimmt irgendwie
ich das jetzt so mache und dann so und dann hier hinten wieder fest, dann dürfte es ja eigentlich nicht runterfallen. Zack. So. Huah. Puh. Glück gehabt. Gut. So, dann geht's hier weiter. Rotating Castle. Ja, das sieht doch mal einfach aus. Da basteln wir am besten so einen Hammer hier. Zack. Bumm. Und schon haben wir die Sache geschafft. So. Ja, wie lief denn bei euch euer letzter Abiturtag? Ich meine, wir haben ja nicht nur Physik geschrieben, sondern es wurde ja auch Gemeinschaftskunde, Geschichte, Religion, Ethik, Biochemie geschrieben. Oh, Mist. Und dieser ganze andere Krimskrams. Und ja, wie lief das denn bei euch? Würde mich mal brennend interessieren, weil ich habe jetzt nicht so viele Meinungen von anderen Leuten über das Abi gekriegt. Die meisten waren einfach froh, dass es rum war und hatten dann nicht mehr so unbedingt den Nerv, noch viel darüber zu reden. Tja, Moment, ich bin hier gerade hochkonzentriert. Hopp, und drin. Wunderschön. Ja, und auf die zweite Insel. Zack. Ja, ich habe gehört, das Gemeinschaftskunde-Abitur soll bei manchen nicht so toll gelaufen sein, weil die Themen wohl irgendwie unerwartet waren. Und ansonsten habe ich, also über Geschichte habe ich jetzt nicht viel gehört, über Chemieabitur habe ich auch nicht so sonderlich viel gehört. Ja, Physikabitur streiten sich wahrscheinlich auch die Geister, weil ich hatte halt Glück, dass es genau das war, was ich gelernt habe. Ich habe wirklich nicht den gesamten Stoff gelernt, weil ich den eh nicht alles verstanden habe, sondern wirklich nur so Teile des Stoffs gelernt und genau das kam dann dran. Von daher hatte ich da relativ viel Glück. Aber ich würde es auch definitiv verstehen, wenn es bei anderen jetzt irgendwie anders gelaufen wäre. Deswegen frage ich mich ja, zack, wie das bei anderen gelaufen ist. Darum frage ich euch das ja, wenn ihr euch das Special überhaupt anschaut. Oder wenn ihr schon längst ausgemacht habt, frage ich euch das nicht. Aber dann werdet ihr die Frage auch gar nicht gehört haben. Von daher ist dieser Zusatz ziemlich unnötig. Was ist das? Flup. Joa. Und ab in den Abgrund. Wunderschön. Und, was ist sonst gestern noch? Ja, wahrscheinlich haben die meisten gestern dann auch noch hier Fettparty gemacht, gell? Also, wir sind auch hier mit dem Autokorso rumgefahren, haben einen Kreisverkehr blockiert. Und, ups. Ja, war ganz lustig, muss man sagen. Man macht ja nur einmal Abi, gell? Und, es ist auch nur einmal rum demnach, von daher sollte man das schon irgendwie feiern. Und ich fange schon wieder an, extreme Scheiße zu labern. Und zack. Naja. Nicht so toll. Ah. Mann, 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 Mann. So, jetzt. Und jetzt das Ding in etwa in der Größe. Und so. Und zack. Wunderschön. Ach, der Soundtrack ist so herrlich beruhigend und nach dem ganzen Stress jetzt. Die meisten machen dann wahrscheinlich heute gerade weiter und dann die ganze Woche noch Party und dann noch die ganzen Ferienparty und was ich übrigens vollkommen nachvollziehen kann, werde ich vermutlich nicht groß anders machen. Also seid nicht böse, wenn ich meine Let's Player-Karriere hier ein wenig vernachlässige und meine armen Abonnenten dann nicht mehr so viele Videos kriegen. Aber ja. Auf jeden Fall mache ich noch mein fünftes Abi-Special fertig, indem ich das Abi quasi abschließe und die Abi-Special-Reihe abschließe. Und was tue ich da gerade? So. Und zack. Wunderschön. Und danach, ich habe noch ein paar Fallout-Let's Plays auf Tasche, sage ich mal. Minecraft-Speed-Let's Plays habe ich noch ein paar auf Tasche. Und Pokémon glaube ich zurzeit nicht, aber
Ja, aber Fallout sind wir gleich bald durch und Pokémon will ich auch endlich mal durchkriegen und dann kann ich endlich ein paar neue Projekte anfangen. Das Ding hängt da dran. Das heißt, um das hochzukriegen, müsste ich rein theoretisch irgendwie sowas hier machen. Wunderschön. Ja, Hebelwirkung und so, ne? Hebelwirkung. Kam ja nicht im Physikabitur dran. Damals war Physik noch cool. Da hat man irgendwie so schiefe Ebenen berechnet, Hebel berechnet, die einfachen Stromkreise. Sowas hat noch halbwegs Spaß gemacht. Sowas hat man auch im Leben gebraucht. Aber sowas wie Quantenphysik, wann braucht man das bitte im ganz normalen Leben? Ja. Ah, jetzt habe ich wieder den Filzstift nicht. Warum auch immer. Ich glaube, das war falsch. Oh, nee. War es gar nicht. Also, nicht gänzlich. Trotzdem hätte ich gerne den Filzstift, sonst bin ich hier irgendwie gerade leicht verwirrt. Und man muss einfach schneller zeichnen, dann wird das Ganze auch gerade. Und zack. Geschafft. Da auf die Lösung wäre ich ohne die Angaben von dem Tutorial hier nie gekommen. Jetzt ist der Stift schon wieder weg. Ich verstehe das nicht. Und jetzt drawen wir hier einfach so ein. Oh, schon zu lang. Verdammt. So groß wohl dann etwa. Und klack. Ah, immer noch zu lang. Ist er da drin? Super. Nee, restart. Was soll sowas? Kringel, Hammer etwa in der Größe und plong und rüber da. Wunderschön. Ja, wie gesagt, früher irgendwann in der Mittelstufe, da war Physik eigentlich noch ein relativ cooles Fach und deswegen habe ich es letzten Endes auch genommen als vierstündiges Fach. Ich meine, die meisten halten dann wahrscheinlich für verrückt, wenn man sowas wie Physik als vierstündiges Fach nimmt, aber ich dachte eigentlich, es wäre ganz cool, aber. Ja, scheiße war es, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Vermutlich irgendwie sowas und irgendwie sowas. Und dann rüber da. Und, na, okay. Brauche ich gar nicht mehr. Ah, es hängt da oben eh fest. Toll. Naja, weil da streiten sich, glaube ich, auch die Geister drüber, von wegen Physik, cooles Fach. Naja. Muss ich sagen, ja, es ist jetzt, also im Gegensatz zu manchen anderen Fächern hat man aber zumindest in Physik noch gesehen, dass man es im echten Leben mal, dass es einem zumindest ein bisschen was bringen könnte, aber jetzt in der Oberstufe war Physik halt ultra theoretisch und gehörte nicht wirklich zu den Sachen, von denen man jetzt denkt, hey, das bringt mir wirklich mal was im Leben. Also da war es vielleicht doch irgendwie ein Fehler, das zu wählen, aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich sonst hätte wählen sollen, weil mich halt so Dinge wie Geschichte und Gemeinschaftskunde überhaupt nicht interessieren. Und deswegen war das vielleicht dann doch ganz relativ die richtige Entscheidung. Schwupp. Ich hoffe, dass da drüben ist. Oh. Ha, da war ja was. Machen wir es mal anders. Restart Level. Machen wir so und so. Und dann so und so. Das ist wahrscheinlich schon wieder zu eng. So, wie man. Ah, nein, 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 falsche Richtung. Wie man in Physik lernt, Dinge, die an zwei Achsen hängen, bewegen sich für gewöhnlich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall zu klein. Okay, kann ich gerade nochmal anfangen gleich. Zack, fast da nie im Leben durch. Ja, klar. So und so, das wird passen. Da hoch und hier lang und rüber da. Und wunderschön. Ja, was könnt ihr auch mal in die Comments schreiben? Was habt ihr denn so gewählt und aus welcher Motivation? Ich meine, oder wo dann habt ihr jetzt überhaupt euer Abi geschrieben heute und warum? Und ich weiß nicht, bei mir war die Motivation für Physik halt nur, weil mich. Ah, scheiße. Sehr schlau. Weil mich das andere halt wirklich nicht interessiert hat und deswegen habe ich Physik genommen. Das war jetzt aber nicht, weil ich so ultra interessiert in Physik wäre und weil ich in Physik halt immer gute Noten geschrieben habe bisher und dann dachte ich, das bleibt auch so. Letzten Endes ist Physik jetzt aber eins meiner schlechtesten Fächer geworden.
Ich dachte, ich als Nerd nehme Physik, das passt, aber. Naja. Leider nicht. Hoppla! Was ist denn das da für ein Vieh? Naja, wenn ich eine Box wäre. Und jetzt? Okay, Seile kann man wohl nicht machen. Wie kriegen wir die Box da oben rüber? Am besten jetzt irgendwas drauf fallen lassen. Nee. Oder doch irgendwas richtig Schweres genau hier auf die Kante. Dann sollte sie ja eigentlich umfallen. In etwa so. Okay, scheinbar nicht. Noch knapper auf die Kante. Jetzt aber, jetzt ist er da ganz am Rand, jetzt kann es eigentlich nicht mehr nach hinten. Okay, legen wir einfach hier was rein. Und noch was. Und noch was. Ich muss vielleicht treffen, sonst gilt es irgendwie als nicht als massiver Gegenstand. Jetzt machen wir hier hinten einfach voll mit irgendwelchen fetten Dingern. So, und da noch eins rein. Und irgendwann sollten die doch nur nach hinten irgendwie schieben. So, zack, zack, zack. Oh, das ist die Mega-Pro-Methode. Damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet. Ha! Finde ich nicht genial. So ein Steinrutsch ausgelöst. Ist der Physiker in mir. Ja. Okay, dann auf zur Insel Nummer 4. Zack, zack. So, Clouds and Stars. Oh, da sind jetzt zwei Sterne. Machen wir das doch so und so. Kann man die einzeln holen oder muss der Ball zwischendrin überleben? Naja, ich will es mal nicht ausprobieren. Dann so. Oh, ich habe schon wieder vergessen, ein zweites zu machen. Okay, der Ball muss scheinbar nicht überleben zwischendrin. Dann noch eins hier lang. Und dann passt es. Ach verdammt, jetzt geht es doch noch hoch. Oh Mist. So, zufrieden. Verdammte Scheiße. Was denn das hier? So, mal hinne da, du Ball. Los, los. So. Also wie gesagt, das Spiel gibt es glaube ich auch noch relativ billig auf Steam. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Ich kann ja später mal nachgucken und es irgendwie als Annotation unten einblenden. An sich ist relativ billig, wenn es euch interessiert und wenn es jetzt nur so 2-3 Euro kostet oder so, dann wäre es den Zeitvertreib auf jeden Fall wert. So. Es hält jetzt. Und da passt der Ball natürlich wieder nicht durch. Ich hält. So, wie machen wir das dann? So, und jetzt genau hier drauf. So in etwa. Und dann noch hier hoch, damit der Ball da nicht abhaut. Und dann wieder hier runter. So. Wunderschön. So muss das aussehen. Und dann, was haben wir hier? Ah, das sieht doch ganz lustig aus. Huch. Ich kann mir vorstellen, die Herausforderung hierbei ist, nicht an diesen Dingern da hängen zu bleiben. Aber trotzdem keine allzu große Steigung reinzubringen. So, los, beeil dich. Weil der Ball sonst den Auftrieb da hinten nicht mehr schafft. Und, schafft er es. Komm. 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 Ah.
Schauen wir mal so ganz knapp an diesen Viechern da vorbei. Oh, die berührt es aber. So, jetzt auf. Und rüber da und... Nee, komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Nein! Komm, nein. Oh, jetzt habe ich auch noch in die falsche Richtung gedrückt. Komm schon. Jetzt geh da rüber. Los! Na also, geht doch. Man kann nämlich hier oben, da sieht man diese schwarze Leiste, habt ihr bestimmt schon bemerkt. Daran sieht man, wie oft man dem Ball so ein bisschen Boost geben kann. Ich bin ja so unglaublich lustig. Huch. Was genau wollen die von mir? So sollte das doch klappen, oder? Also es gibt hier noch so Special Achievements, von wegen keine solche Noppen da benutzen und den Ball nicht anschieben oder irgendwie sowas. Dann kriegt man diese Fähnchen da. Gibt es drei verschiedene, da kann man mal hier gucken. Da steht's. Da gibt es einmal die elegante Lösung. Das ist, wenn man nur ein einziges Objekt malt und man darf den Ball nicht klicken. Dann Oldschool ist keine Pins benutzen und nichts unter den Ball malen. Und Awesome, das habe ich nicht so ganz verstanden. Da kann man seine eigene Lösung irgendwie als Awesome marken, aber ja, ich habe ehrlich gesagt bisher auch noch nicht mich hier online angemeldet. Hätte ich schon längst mal machen können, da könnte man sich noch irgendwie online anmelden, aber ich dachte, ich habe das Spiel eh auf Steam, da muss ich jetzt nicht noch mich online anmelden, hatte ich bisher noch nicht wirklich Lust zu und das war, glaube ich, falsch. Ja, restarten wir mal. Dann machen wir das Ding hier einfach mal riesig. So in etwa. Okay, das war zu weit da drüben. Nochmal restart. So. Oh, verdammt. So. Ja. So, dann machen wir es so und so. Und dann zack. Und geschafft. Wunderschön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Insel hier noch fertig und das nächste Special, nämlich die Folge 5, dann wird in etwa so ablaufen, dass ich eben... Huch. Ah, wie war das? Der Ball muss ja nicht überleben zwischen den zwei Sternen. Holen wir erstmal den einen. Zack. Den anderen, ja, Special wird so ablaufen. Ich werde euch ein bisschen Gameplay zeigen aus den Spielen, die ich dann verlosen werde. Werde allerdings nicht direkt aufs Gameplay eingehen. Das heißt, ich werde unabhängig zum Gameplay kommentieren. Und dann werde ich sagen, was ihr zu tun habt. Es wird wahrscheinlich wieder auch darauf hinauslaufen, dass ihr einfach einen Comment schreiben müsst oder so. Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Und dann... Und dann werde ich noch ein bisschen über das Ende vom Abitur reden und ja, wenn mir da überhaupt noch was zu einfällt. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich ziemlich kurz fassen. Und viel mehr gibt es dazu wahrscheinlich auch nicht zu sagen. Ich hatte gerade irgendwas, was ich unbedingt sagen wollte. Aber wenn man hier beim Let's Play nebenbei immer so abgelenkt ist. Ah ja, genau, und dann genau das Wichtigste an dem Special ist, ich werde dann eben fragen, welches der Spiele aus dem Abitur-Special ihr denn gerne weitersehen würdet. Denn eins davon werde ich noch zu Ende Let's Playen. Bei Crayon Physics hier... Hat er nicht gerade eben noch da durchgepasst? Also bei Crayon Physics... würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn ich dieses Spiel noch zu Ende mache, dass es wirklich nur noch so ein, zwei Folgen werden. Und ja, Limbo würde ich gerne noch zu Ende machen und
Unreal Tournament werde ich wahrscheinlich nicht zur Auswahl bieten, sondern eben nur diese drei, Limbo, Added Moves und Crayon, aber mehr dazu dann im nächsten Special, was vermutlich innerhalb der nächsten Tage noch kommen wird. Und ja, ich habe jetzt eigentlich schon lange genug gelabert, eigentlich wollte ich den ja noch fertig machen, aber dann bleibt für die Let's Play-Folgen ja gar nichts mehr übrig, wenn ich die dann weitermache. Und deswegen beende ich es an dieser Stelle, mal hier noch ein bisschen rum und ja, man sieht sich dann in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Ciao.